Willkommen zum ersten Teil einer Videoreihe, die die Grundlagen der Physik und der Technik beleuchten soll, die der Magnetresonanztomographie zugrunde liegen. Die meisten von uns werden schon einmal ein MRT-Bild gesehen haben, aber wir werden uns jetzt lange nicht mit den Bildern, die diese Maschine dann im Endeffekt ausspuckt, oder sogar mit der Maschine selbst beschäftigen, sondern wir gehen einmal ganz tief an die physikalischen Grundsätze, die dieser MR-Maschine zugrunde liegen. Denn nur wenn wir mal ein gutes Verständnis dafür entwickelt haben, was diese kleinen Teilchen, die wir da eigentlich messen, überhaupt so können und wie sie sich verhalten, können wir dann in weiterer Folge verstehen, wie wir deren Verhalten durch unsere MRT-Maschine beeinflussen und dann auch messen können. Also beginnen wir unsere Reise jetzt hier beim Wasserstoffatom. Das Wasserstoffatom ist bekannterweise aus einem Proton im Kern und einem Elektron in der Hülle zusammengesetzt. Also ein klassischer Atomaufbau zur Erinnerung. Wasserstoff ist ein Element von vielen, die wir im Körper finden. Ein anderes sehr häufiges Element ist beispielsweise der Kohlenstoff oder der Sauerstoff. Beides sind ebenso Atome. Aber wie unterscheidet sich jetzt ein Wasserstoffatom beispielsweise von einem Kohlenstoffatom? Nun durch die Anzahl der Protonen im Atomkern. Für uns sind die Atome oder die Elektronen gar nicht so interessant, sondern uns geht es um die Protonen im Atomkern. Denn die sind die Teilchen, die uns das MR-Signal liefern. Wie wir das MR-Signal messen und was wir daraus dann rekonstruieren können, das interessiert uns jetzt länger nicht. Wir schauen uns einfach mal an, was diese Protonen so können. Nun, ein Proton hat eine physikalische Eigenschaft, die nennt sich Spin. Das heißt, das Proton dreht sich um seine eigene Achse und diese Rotation kann durch den sogenannten Spin-Vektor symbolisiert werden. Der Spinvektor ist ein Pfeil, der auf der Drehachse liegt und quasi normal zur Drehebene steht. Und die Richtung des Pfeiles ist von der Drehrichtung abhängig. Das heißt, wenn der Spin sich wie in diesem Beispiel gegen den Uhrzeigersinn bewegt, dann zeigt der Spinvektor nach oben. Und würden wir jetzt das ganze Proton kippen, dann würden wir auch die Drehachse kippen, das heißt, das Proton würde dann so rotieren und der Spinvektor würde dann in dieser Richtung hier zeigen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir das Proton einmal komplett umdrehen würden, also um 180 Grad drehen, dann würde dieser Pfeil ja hier nach links zeigen, dann hätten wir auf einmal eine Drehung mit dem Uhrzeigersinn und dann würde aber gleichzeitig auch dieser Spinvektor nach unten zeigen. Und weil dieser Spinvektor uns eigentlich über seine Richtung schon alle notwendigen Informationen über das Proton und seinen Spin mitteilt, können wir eine Gruppe von Protonen quasi auch viel einfacher zeichnen, indem wir nur die Spinvektoren notieren. Und da sparen wir uns halt viel Zeichenarbeit und das Ganze ist auch übersichtlicher. Jetzt ist die Frage, ob dieser Spinvektor jetzt wirklich nur ein Trick ist, um unsere Zeichnungen übersichtlicher zu machen, oder ob dieser Spinvektor vielleicht eine tiefere Bedeutung hat. Und dem ist tatsächlich so. Wenn wir uns das Ganze vereinfacht vorstellen, wir haben in der Physik gelernt, eine bewegte Ladung erzeugt um sich herum ein Magnetfeld. Und wir können uns das Ganze jetzt so vorstellen, dass dieses Proton ja auch irgendwie in Bewegung ist, weil es ja rotiert.
Das heißt, der Spin macht aus dem Proton eine bewegte Ladung und deshalb entsteht rund um das Proton ein Magnetfeld. Das heißt, wir können uns dieses Proton hier mit seinem Spin eigentlich auch wie einen ganz kleinen Magneten vorstellen, einen Stabmagneten, so wie er hier dargestellt ist. Und die Richtung dieses Stabmagnetens entspricht der Richtung des Spinvektors. Das heißt, dieser Spinvektor verrät uns, wie das Magnetfeld, das rund um diesen Spin entsteht, aufgebaut ist, also in welche Richtung es zeigt. Wir sehen, wenn wir das Proton kippen, dann dreht sich auch dieses Magnetfeld mit unserem Proton mit. Aber es wird dann ganz, ganz unübersichtlich, wenn wir jedes Mal diese Magneten und die Magnetfeldlinien und so einzeichnen würden. Deshalb beschränken wir uns in den meisten Fällen auf den Spinvektor. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Dadurch, dass wir quasi jetzt hier in dieser Protonengruppe diese Spinvektoren aufgeschrieben haben, können wir verschiedene mathematische Operationen mit diesen Magnetfeldern sozusagen machen. Wir können nämlich diese einzelnen Vektoren aufsummieren, so wie wir das aus der Mathematik kennen. Ne? Also wenn wir zum Beispiel einen Vektor haben, der in diese Richtung zeigt, und einen Vektor, der in dieser Richtung zeigt, dann kann man die beiden summieren, indem man quasi den einen Vektor an den anderen dranhängt und dann einen Vektor zeichnet, der vom Startpunkt des ersten Vektors bis zum Endpunkt des zweiten Vektors reicht. Also der lilane Vektor wäre quasi der Summenvektor aus den beiden roten Vektoren hier. Und warum ist das relevant? Naja, wir überlegen uns, diese Vektoren stehen ja für die Ausrichtung eines Magnetfeldes. Wenn wir jetzt also zwei Spins nebeneinander haben, die gleich ausgerichtet sind, die also beide nach rechts zeigen, dann liegen ja auch deren Magnetfelder in derselben Richtung. Und dann verstärken sich diese Magnetfelder und wir kriegen ein stärkeres Magnetfeld, wohingegen zwei Spins, die in unterschiedliche Richtungen zeigen, auch Magnetfelder bilden, die gegensätzlich orientiert sind. Dann würden sich die Magnetfelder dieser Spins abschwächen. Das heißt, diese Addition von Spins macht Sinn, weil da wirklich die Addition von Magnetfeldern dahinter steckt. Das möchte ich jetzt nur mal so stehen lassen. Wir werden dann später, wenn wir uns damit beschäftigen, was wir eigentlich messen beim MR, auf diese Magnetfelder zurückkommen. Jetzt wollen wir uns ansehen, was wir mit so einer Gruppe von Spins machen können. Ich habe jetzt hier genau dieselbe Gruppe wie hier genommen, aber um die einzelnen Spins rein optisch unterscheiden zu können, habe ich sie halt gefärbt. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir hier gleichartige Wasserstoffprotonen haben. Das heißt, jeder Pfeil steht für den Spin eines Wasserstoffprotons. Und die unterscheiden sich nur in ihrer Ausrichtung im dreidimensionalen Raum, beziehungsweise weil wir hier einen zweidimensionalen Raum vor uns haben, zeigen sie halt in dieser Ebene hier in verschiedene Richtungen. Und wir haben ja schon gelernt, dass wir diese Vektoren summieren können. Das heißt, wenn wir jetzt einmal so ganz grob diese
Ebene hier in drei Richtungen aufteilen, also oben, unten, links, rechts und uns die Ausrichtung der Spins ansehen, dann stellen wir fest, dass jeweils fünf Spins nach oben, nach unten, nach links und rechts zeigen. Also beispielsweise zeigt dieser Spin hier nach rechts, dieser zeigt nach rechts, der hier oben, der hier und der hier. Und die anderen zeigen nach links. Und wenn ich jetzt fürs erste Mal nicht berücksichtige, wie weit die nach links, rechts, oben und unten zeigen, sondern nur sage, es gibt links, rechts, oben und unten, dann stelle ich fest, dass wenn ich das Ganze aufsummiere, kein Summenvektor entsteht. Warum? Weil jeder Spin, der nach rechts und oben zeigt beispielsweise, wird von einem Spin neutralisiert, also aufgehoben, der nach links und unten zeigt. Oder jeder Spin, der nur nach rechts zeigt, wird von einem Spin aufgehoben, der nur nach links zeigt. Das heißt, da diese Richtungen alle gleich verteilt sind, haben wir keinen Summenvektor und deshalb ist dieses Koordinatensystem hier auch leer. Jetzt wollen wir unsere Spin-Gruppe in ein äußeres Magnetfeld hineinsetzen. Das heißt, wir schieben jetzt zum Beispiel diese Spin-Gruppe in die MR-Röhre und in dieser Röhre herrscht dringend ein starkes Magnetfeld. Wie das zustande kommt, das interessiert uns jetzt nicht. Es interessiert uns nicht einmal, dass wir in einer MR-Maschine sind, sondern uns interessiert nur, was mit dieser Spin-Gruppe passiert, wenn sie sich jetzt auf einmal in einem sehr starken äußeren Magnetfeld befinden. Und dieses Magnetfeld nennen wir B0. Wir haben jetzt also quasi diesen ganz, ganz großen Magneten im Raum, unser großes B0-Magnetfeld. Und rundherum sind ganz kleine schwache Magnete. Das sind unsere Spins. Und aufgrund der Interaktion der Magnetfelder dieser kleinen Spins mit dem großen Magnetfeld werden sich diese kleinen Magnete hier ein bisschen drehen. Und zwar werden sie versuchen, sich parallel zu legen zum B0-Magnetfeld. Das heißt, jetzt da werden sie vor allem nach oben oder unten zeigen wollen, weniger zur Seite. Ja, das heißt, sie stellen sich ein bisschen auf, wie man das zum Beispiel bei diesem hier sieht oder bei diesem hier. Warum liegen jetzt auf einmal, nachdem dieses Aufstellen abgelaufen ist, mehr Spins in Richtung B0 als in die entgegengesetzte Richtung? Nun, das liegt daran, dass ein Spin, der parallel zu B0 ausgerichtet ist, dessen Pfeilspitze also in dieselbe Richtung zeigt wie die von B0, es ein bisschen gemütlicher hat als ein Spin, der in die Gegenrichtung zeigt. Wir können das auch anders formulieren. Ein Spin, der in Richtung B0 zeigt, hat ein niedrigeres Energielevel als ein antiparalleler Spin. Oder anders formuliert, ein Spin, der antiparallel ausgerichtet ist, der muss einen größeren Widerstand leisten als ein Spin, der parallel orientiert ist. Kann man sich fragen, warum sind dann nicht alle Spins parallel orientiert? Die Antwort liegt darin, dass diese Magnete so schwach sind, dass die parallele oder antiparallele Orientierung ganz, 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 ganz wenig Unterschied macht in Hinsicht auf den energetischen Zustand. Das heißt, ein antiparalleler Spin wie der hier, der hat es nur ein klein wenig ungemütlicher als ein paralleler Spin. Aber weil der Unterschied so gering ist in der Energie, die diese Spins aufbringen müssen,
ist auch die Verteilung zwischen Parallel und Antiparallel jetzt nicht so extrem in Richtung Parallel verschoben. Das heißt, nur um das, den Unterschied zu vorher darzustellen, ja, wir hatten 5, die nach oben zeigen, 5, die nach unten zeigen. Jetzt mit diesem äußeren starken Magnetfeld haben wir auf einmal 8, die nach oben zeigen und 2, die nach unten zeigen. Also 8 parallele und 2 antiparallele Spins. In Wirklichkeit wäre dieser Unterschied noch viel, viel, viel geringer. Also ich sage jetzt ausgedachte Zahlen, wenn ich 1 Million Spins hätte, dann würden vielleicht 500.500 parallel zu B0 stehen und 499.500 antiparallel. Das heißt, nur ein bisschen mehr als die Hälfte wäre parallel zu B0 orientiert, ein bisschen weniger als die Hälfte antiparallel. Wären diese Spins stärkere Magneten, würden also ein stärkeres Magnetfeld erzeugen, dann wäre der Effekt eklatanter. Dann würden sich viel mehr Spins als die Hälfte parallel orientieren. Aber so ist es nicht, diese Spins sind zu schwach. Und deshalb ist auch dieser Effekt des Aufstellens ein recht kleiner in unserem Beispiel. Was aber passiert ist, dass wenn wir jetzt diese ganze Spin-Gruppe hier betrachten, ein bisschen mehr Spins nach oben zeigen und wenn wir jetzt die Summe all dieser Vektoren bilden, dann kriegen wir nicht mehr 0, sondern einen Nettomagnetisierungsvektor, der nach oben zeigt. Den nennen wir auch Mnet. Wenn wir einen Menschen in eine MR-Röhre schieben und da drin herrscht dieses B0-Feld, dann bekommt auch der ganze Körper so ein Mnet, einen Nettomagnetisierungsvektor, weil sich alle Wasserstoffprotonen-Spins, die im Körper vorliegen, ein bisschen mehr in Richtung B0 orientieren. Ab diesem Zeitpunkt verwenden die meisten Bücher zum Thema Magnetresonanztomographie nur noch diesen Nettomagnetisierungsvektor in ihren Abbildungen. Ich glaube allerdings, dass es für den Anfang Sinn macht, sich die einzelnen Spins noch getrennt voneinander anzuschauen und wir werden erst später zu diesem Nettomagnetisierungsvektor als einzelne Darstellungsform wechseln, wenn es dann einfach schon zu kompliziert wäre, immer alle Spins zu zeichnen. Für den Anfang bleiben wir jedoch bei dieser expliziteren Darstellungsweise. Nun stellen wir uns eine Situation vor, wo wir diese Spin-Gruppe einem Radiofrequenzpuls, einem RF-Puls aussetzen. Was dieser RF-Puls macht, ist, dass er Energie in diese Spin-Gruppe hineinschickt. Ein Radiofrequenzpuls ist im Grunde eine elektromagnetische Welle mit einer bestimmten Frequenz, mit einer bestimmten Amplitude und mit einer bestimmten Dauer. Nochmal zur Erinnerung, die Frequenz ist, wie viele von diesen Wellengipfeln wir pro Sekunde messen. Das heißt, wenn ich in einer Sekunde 50 von diesen Wellengipfeln hier hätte, dann würde man sagen, dass dieser Radiofrequenzpuls eine Frequenz von 50 Hertz oder 50 Schwingungen pro Sekunde hat. Wir verwenden hier Radiofrequenzpulse mit viel höherer Frequenz. Die Amplitude ist die Höhe dieser Berge, ausgehend von der Nulllinie. Also es gibt positive Berge, es gibt negative Berge und die Amplitude gibt die Höhe an. Und wenn jetzt quasi die Berge so hoch wären, dann
hätten wir eine höhere Amplitude. Und was wichtig ist, die Amplitude bestimmt, wie viel Energie wir zuführen. Die Zeitdauer auch. Je länger wir Energie hineinschicken, umso mehr Energie schicken wir den Spins. Das heißt, Amplitude und Zeitdauer bestimmen die zugeführte Energiemenge und die wiederum wird dazu genutzt, dass diese Magnetchen sich ein bisschen von diesem B0-Magnetfeld befreien können. Wenn man ihnen keine Energie schickt, sind sie faul und suchen den Weg des geringsten Widerstands, legen sich parallel oder antiparallel zu B0 hin und entspannen sich. Jetzt schicke ich diesen Spins ein bisschen Energie und jetzt werden die auf einmal unruhig und sie lassen sich nicht mehr von dem B0 Magnetfeld vorschreiben, wie sie sich zu orientieren haben. Das heißt, was ich im Endeffekt mache mit diesen Spins, ist, dass ich sie drehe. Ich drehe sie aus ihrer parallelen Ausrichtung weg. Und zwar werden alle Spins in dieser Gruppe gleichermaßen von dieser Energie getroffen und alle drehen sich um denselben Betrag. Also wir können uns das hier jetzt ansehen. Bei diesem B0-Feld steht dieser lilane Spin, jetzt sagen wir mal so ein bisschen nach rechts oben, und durch diesen 90 Grad RF-Puls dreht er sich jetzt hier ein bisschen so nach rechts unten. Genau um 90 Grad im Vergleich zur vorigen Abbildung. Und diese 90 Grad Drehung kriegen wir deshalb, weil bei der Kombination aus dieser Amplitude und dieser Einwirkdauer des RF-Pulses genau eine Drehung um 90 Grad erzeugt wird. Würden wir den RF-Puls mit einer niedrigeren Amplitude schicken, würden sich die Spins nicht um 90 Grad, sondern sagen wir mal nur um 45 Grad drehen. Dasselbe wäre, wenn wir ihn kürzer eingeschaltet lassen. Aber wir nehmen jetzt einen Radiofrequenzpuls, der die Spins um 90 Grad dreht und bezeichnen den als 90 Grad RF-Puls. Das ist der Zustand, nachdem wir den appliziert haben. Alle Spins sind jetzt um 90 Grad gedreht worden. Und weil sich alle gleichmäßig gedreht haben, ist die Verteilung auf die unterschiedlichen Richtungen gleich, also im Verhältnis gleich geblieben, aber die ganze Verteilung hat sich auch um 90 Grad gedreht. So wie vor dem RF-Puls 8 Spins nach oben gezeigt haben, zeigen jetzt 8 Spins nach rechts. Die 5 Spins, die vorher nach links und rechts gezeigt haben, zeigen jetzt nach oben und unten. Und die 2 Spins, die vorher nach unten gezeigt haben, zeigen jetzt nach links. Das heißt, ich habe die ganze Verteilung um 90 Grad gekippt und das überträgt sich logischerweise auch auf unseren Summenvektor. Das heißt, unser Mnet ist auch um 90 Grad gedreht worden und zeigt jetzt nach rechts, wie in diesem Koordinatensystem hier gezeigt. Kurze Zeit nachdem wir diesen RF-Puls wieder abgeschaltet haben, passiert aber Folgendes. Die Spins geben die aufgenommene Energie wieder ab, was hier durch diese ja, Mini-RF-Pulse symbolisiert ist, die diese Spins hier wieder aussenden. Und verbunden mit dieser Energieabgabe ist ein Zurückdrehen in die Ausgangsposition. Also die Spins machen sich wieder auf den Weg in die Lage, die sie vor dem RF-Puls hatten. Das heißt, wenn der RF-Puls jetzt jeden Spin um 90 Grad nach rechts gedreht hat, gehen die jetzt alle wieder zurück um 90 Grad nach links. Und dadurch wandert auch der Nettomagnetisierungsvektor wieder nach oben und er beschreibt diese Kurve her. Das heißt, wir sagen, dass das M-Netz sich wieder aufrichtet,
Und das bezeichnen wir als T1-Relaxation. Ja, das müssen wir jetzt einfach so hinnehmen. Das Wiederaufrichten von Mnet heißt T1-Relaxation und ist verbunden mit einer Energieabgabe dieser Spins, sodass die ihre Position nicht länger halten können. Jetzt folgen noch zwei wichtige Begriffe. Wenn Mnet eine Komponente hat, die normal auf die Z-Achse in unserem Koordinatensystem steht, dann heißt diese Komponente von Mnet transversale Magnetisierung. Dieser unterste Pfeil hier, also wenn Mnet wirklich um 90 Grad nach rechts gekippt wurde, dann liegt der gesamte Nettomagnetisierungsvektor in der Transversalebene, in der XY-Ebene. Und es gibt keine Komponente mehr, die nach in die Z-Richtung zeigt. Wir haben hier also nur noch transversale Magnetisierung, aber keine longitudinale Magnetisierung. Longitudinale Magnetisierung wäre die in Richtung der Z-Achse. So, und wenn wir jetzt anschauen, was dieser Mnet macht, wenn er die Energie quasi wieder abgibt, dann sehen wir ja, dass quasi die transversale Komponente immer weiter abnimmt, also der Pfeil zeigt immer weniger in X-Richtung und die longitudinale Komponente wächst, denn er zeigt immer mehr in Z-Richtung. Das heißt, bei der T1-Relaxation nimmt die longitudinale Magnetisierung wieder zu. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ja, wir könnten annehmen, dass die T1-Relaxation auch dafür verantwortlich ist, dass die transversale, also hier die horizontale Magnetisierung, schrumpft. Ja, weil das würde ja diese Abbildung hier mit Mnet suggerieren. Aber wir wollen uns kurz mal ansehen, was wirklich passiert. Ich zeichne jetzt hier rechts noch einmal dieses Koordinatensystem, aber ich zeichne jetzt die Veränderung von Mnet so, wie wir es wirklich beobachten. Anfangs steht Mnet ja so horizontal in der Transversalebene. Im nächsten Schritt beobachten wir, dass Mnet horizontal immer kleiner wird, bis er fast gar nicht mehr da ist. Und dann habe ich auf einmal gar keine Magnetisierung mehr, in gar keine Richtung, also weder transversal noch longitudinal. Und erst dann beginnt Mnet sich aufzurichten und die longitudinale Magnetisierung kehrt zurück. Das heißt, eigentlich geht die transversale Magnetisierung verloren, bevor die longitudinale Magnetisierung zurückkommt. Das heißt, es kann nicht so sein, dass sich Mnet einfach wieder aufrichtet, so wie wir das links gezeichnet haben, weil dann würde ja quasi die transversale Magnetisierung in die longitudinale Magnetisierung umgewandelt werden und die beiden Prozesse würden gleichzeitig ablaufen. Aber so ist es ja nicht, wie wir rechts gezeichnet haben. Jetzt müssen wir uns aber die Frage stellen, warum ist es so? Wie kann die transversale Magnetisierung verschwinden, bevor die longitudinale Magnetisierung sich wieder aufbaut? Und da müssen wir jetzt etwas komplett Neues mitbedenken. Wir können dieses Modell nämlich nicht mit dem erklären, was wir bisher wissen, sondern wir brauchen etwas Neues, etwas sehr, sehr Wichtiges, nämlich die sogenannte Präzession. Wenn wir uns einen Kreisel auf einer Tischplatte vorstellen, wie zum Beispiel den hier, und der dreht sich, sagen wir mal, in diese Richtung hier, ja, dann entspricht dieser Kreisel einem sich drehenden Spin. Ja, das ist also ein normaler Protonenspin, den wir hier haben.
Aber wir werden alle schon einmal beobachtet haben, dass so ein Kreisel dann nicht einfach so steht und rotiert, sondern der ganze Kreisel rotiert ebenfalls. Ja? Das heißt, er bewegt sich quasi auf einer Kreisbahn und diese Kreisbahn wird Präzessionsbahn genannt. Das hat mit der Interaktion von verschiedenen Kräften zu tun. Ausgelöst wird diese Drehbewegung des ganzen Kreisels durch die Gravitationskraft, die ja quasi so senkrecht nach unten läuft. Ja, die hält den Kreisel auf dieser Präzessionsbahn und während sich das Kreisel auf dieser Bahn bewegt, dreht es sich selber noch um die eigene Achse. Das heißt, es ist ein bisschen ein Quell der Verwirrung. Wenn wir jetzt über Drehbewegung sprechen in den folgenden Folien, dann meinen wir nicht den Spin selbst, also nicht die Rotation des Spins selbst, sondern die Drehbewegung des gesamten Protons rund um diese zentrale Kraft. Und diese zentrale Kraft ist bei uns B0. Also was beim Kreisel die Gravitationskraft ist, ist bei uns das B0-Magnetfeld. Und unsere Spins präzessieren rund um B0, während sie sich selbst noch um die eigene Achse drehen. Aber uns interessiert nicht mehr die Drehbewegung um die eigene Achse, sondern nur noch ihre Präzession um B0, die wir jetzt hier dargestellt haben. Um das Ganze noch einmal zu verdeutlichen. Das hier sind unsere Präzessionsbahnen um B0. Ja, weil B0 ist quasi wie die Gravitation, die hier durchläuft und dieser Spinvektor entspricht unserem Kreisel, der sich jetzt hier rund um B0 dreht. Und wenn wir hineinzoomen, oder lassen wir es unhineingezoomt, wenn wir jetzt da quasi die Drehbewegung des Spins selber noch mit bedenken würden, dann wäre das hier so ein kleiner Kreis quasi um die eigene Achse. So, genug der Vorrede. Schauen wir uns an, was wir mit dieser Präzessionsbewegung machen können. Nun, das hier ist ja unser Bild von vorher, vor dem 90 Grad RF-Puls. Ja, wir haben ja nur unsere Protonengruppe in einem äußeren Magnetfeld B0. Aber wir müssen jetzt ein bisschen dreidimensional denken, denn diese Spins präzessieren ja quasi so, dass sie hinter unserem Bildschirm verschwinden, dann links wieder vor unseren Bildschirm kommen, rechts wieder in den Bildschirm eintauchen, dahinter vorbei rotieren und dann links wieder aus dem Bildschirm herauskommen. Also das ist ja jetzt eine dreidimensionale Bewegung. Und ich muss jetzt da, um quasi diese Präzessionsbahnen der Spins besser sehen zu können, von oben drauf schauen. Ja, also nicht mehr von der Seite, so wie wir hier, sondern von oben. Und wenn ich dann alle Spins quasi überlagere, so als würden sie am selben Punkt stehen, dann sehe ich diesen Präzessionskreis hier links. Und ich sehe, dass die Spins alle auf unterschiedlichen Punkten ihrer Präzessionsbahn liegen. Ja, sie drehen sich alle hier gegen den Uhrzeigersinn. Aber zum Zeitpunkt 0 ist der purpurne Spin zum Beispiel hier, der blaue Spin befindet sich hier, der dunkelgrüne Spin hier. Und die Position entlang ihrer Präzessionsbahn bezeichnet man als Phase. Also jeder Spin hier hat eine bestimmte Phase, aber weil jeder Spin hier eine andere Phase hat, sagt man, dass keine Phasenkohärenz besteht. Die Phasen der Spins unterscheiden sich.
Warum besteht keine Phasenkohärenz? Warum sind die Spins out of phase, wie es in der englischen Literatur heißt? Nun, wir haben ja nur dieses äußere Magnetfeld, B0. Das heißt, die Spins haben einen Anreiz, sich hauptsächlich parallel oder zumindest antiparallel zu B0 zu orientieren. Aber weil die ja nie vollkommen parallel zu B0 stehen oder vollkommen antiparallel, zeigen sie immer so leicht nach links oder rechts weg. Ja, der zum Beispiel zeigt nach rechts weg. Der hier zeigt nach links von B0 weg. Obwohl sie beide weitgehend parallel stehen. So, jetzt gibt es aber keine Vorzugsrichtung. Also der Spin fühlt sich, wenn er nach links schaut, genauso wohl, wie wenn er nach rechts schauen würde. Das heißt, es ist mehr oder weniger zufällig, wo diese Spins hinschauen, nach quasi vorne, hinten, links oder rechts. Und dementsprechend sind die hier oder sollten sie auch gleichmäßig verteilt sind über diesen ganzen Präzessionskreis, sind sie hier in der Abbildung leider nicht, weil es mir zeichnerisch nicht gelungen ist, diese Spins an die richtigen Positionen immer zu legen. Ja, aber im Endeffekt sollte es so sein, dass diese Spins hier sich gleichmäßig über diese Präzessionsbahn verteilen, weil das eine rein zufällige Verteilung widerspiegelt. Das hier ist also jetzt unser Ausgangszustand und jetzt werden wir wieder unseren 90 Grad RF-Puls zuführen. Das heißt, wir werden jeden Spin hier um 90 Grad nach rechts drehen. So, das ist jetzt hier passiert. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt, wo man ein bisschen mitdenken muss. Nämlich, B0 wurde ja nicht mitgedreht. B0 zeigt ja noch immer in unserem Beispiel von unten nach oben. Das heißt, diese Präzessionsbahn um B0, die wir hier eingezeichnet haben, die wurde nicht um 90 Grad mitgedreht, sondern die bleibt so stehen, wie sie ist. Das heißt, der Spin hat zwar eine andere Ausrichtung, aber er muss noch immer um B0, also in dieser Ebene hier rotieren. Und das ist jetzt hier dargestellt. Also das sind die Präzessionsbahnen, die quasi gleich sind wie vor dem 90 Grad RF-Puls. Aber da ich jetzt quasi die Spitze der meisten Spins um 90 Grad nach rechts gedreht habe, liegen jetzt die meisten Spins am rechten Ende ihrer Präzessionsbahn. Das heißt, wenn ich jetzt von oben drauf schaue, wieder auf diesen Kreis, dann sehe ich, dass die meisten Spins nach rechts zeigen. Und diese Spins sind mehr oder weniger jetzt in Phase. Das heißt, die sind phasenkohärent. Die befinden sich grob am selben Punkt ihres Präzessionsweges. Warum zeigen die beiden hier nach links und sind nicht in Phase mit den anderen? Nun, der hellgrüne und der rosane Spin sind ja die, die vor dem 90 Grad RF-Puls nach unten gezeigt haben. Wenn wir jetzt das Ganze um 90 Grad drehen, dann zeigen diese grünen und rosanen Spins nach links und befinden sich am anderen Ende ihrer Präzessionsbahn. Das heißt, es gibt ein paar Spins, die zeigen nach links, ein paar Spins zeigen nach rechts und der Anteil der Spins, die nach rechts zeigen, ist größer. Und wenn ich das Ganze jetzt aufsummieren würde, dann käme ich drauf, dass wir quasi einen Nettomagnetisierungsvektor haben, der nach rechts zeigt. Ja, aufgrund dieser Phasenkohärenz, die durch das Drehen der ganzen Spingruppe entstanden ist. Das ist jetzt übrigens genau derselbe Nettomagnetisierungsvektor, wie wir hier in dieser Abbildung hatten, als wir von Phasen und von Präzession noch gar nichts wussten. Ja,
Warum brauchten wir das Ganze jetzt? Nun, weil wir jetzt verstehen können, wie der Nettomagnetisierungsvektor in der Transversalebene kleiner werden kann, ohne dass die longitudinale Magnetisierung wieder wächst. Und das werde ich jetzt näher erläutern. Vorher schauen wir uns aber noch ein bisschen was an, nämlich, das haben wir schon erklärt, jetzt ignorieren wir das, worauf ich eigentlich hinaus will, und schauen uns an, wie die Situation wäre, wenn es nur diese T1-Relaxation gäbe, die wir vorher kennengelernt haben. Nun, wir wissen jetzt, nach unserem 90 Grad RF-Puls haben wir eine Phasenkohärenz hergestellt, dadurch, dass wir die Spins gedreht haben. Wir haben einen Nettomagnetisierungsvektor, der etwa in diese Richtung zeigt, in der Transversalebene. Also wir schauen von oben auf diesen Ring. Und angenommen, dass alle Spins in diesem Magnetfeld dieselbe Frequenz haben, also dieselbe Drehgeschwindigkeit, müssten sie sich ja dann alle pro Millisekunde quasi um denselben Winkel bewegen. Das heißt, die ganze Gruppe rotiert insgesamt und die einzelnen Spins verändern ihre Positionen zueinander nicht. Das heißt, dieser Netto-Magnetisierungsvektor in der Transversalebene bleibt gleich groß, aber er dreht sich natürlich auch mit diesen Spins mit. Das heißt, der Netto-Magnetisierungsvektor beginnt sich in der Transversalebene zu drehen. Etwas, was wir in dieser Abbildung hier vorne noch nicht gesehen hätten, weil der sich quasi in dieser Ebene hier dreht. Ja, und da wussten wir noch nichts von Präzession, aber jetzt verrate ich, dass eben dieser Netto-Magnetisierungsvektor in der Transversalebene rotiert. So, und warum wird er hier jetzt in dieser Abbildung schwächer? Weil sich die Spins ja wieder aufrichten. Ja, also sie gehen ja in die longitudinale Achse zurück. Und es bleibt immer weniger in der transversalen Ebene über, das rotieren könnte. Dementsprechend würde dieser Nettomagnetisierungsvektor von oben gesehen immer schwächer werden. Das wäre, wenn es nur die T1-Relaxation gäbe und sich alle Spins mit derselben Frequenz drehen würden. Also ihre Präzisionsbewegung mit derselben Frequenz durchführen würden. Aber so ist es nicht. Und warum das nicht so ist, das klären wir jetzt gleich. An dieser Stelle noch ein kurzer Einschub zu RF-Pulsen, denn wie wir vorhin gesagt haben, bestimmt ja die Amplitude und die Einwirkdauer, wie viel Energie ich den Spins zuführe. Und dadurch, wie weit sie sich drehen. Und jetzt nehme ich hier einen RF-Puls mit doppelter Amplitude und gleicher Einwirkzeit und drehe die Spins dadurch nicht um 90, sondern um 180 Grad. Und jeder Spin wird um 180 Grad gedreht. Wir sprechen von einem 180 Grad RF-Puls. Die Spins zeigen jetzt vorzüglich nach unten. Deswegen haben wir einen Nettomagnetisierungsvektor nach unten. Und wir wollen uns jetzt noch kurz anschauen, was das mit der Phase der Spins macht. Nun, als Nettoeffekt kann man sich denken, dass durch den 180 Grad RF-Puls die Präzessionsrichtung gedreht wird. Also während die Spins sich vorher gegen den Uhrzeigersinn um B0 bewegt haben, bewegen sie sich jetzt mit dem Uhrzeigersinn um B0. Aber da die Spins, die vorher nach links gezeigt haben, durch den 180-Grad-Puls jetzt einfach nach rechts zeigen und umgekehrt, und wir ja vorher gesehen haben, dass vorher gleich viele Spins nach links wie nach rechts zeigen,
zeigen jetzt nach dem 180 Grad RF-Puls auch gleich viele Spins nach rechts, wie Spins nach links zeigen. Ja, deswegen haben wir nach einem 180 Grad RF-Puls keine transversale Magnetisierung, weil wir keine Phasenkohärenz haben, weil die Spins in unserem Phasenkreis noch immer zufällig verteilt sind. Wir haben quasi nur den Phasenkreis um 180 Grad gedreht, ja, und gespiegelt. Das heißt, ein 180 Grad Puls erzeugt keine Phasenkohärenz. Das ist ganz wichtig. Und jetzt schauen wir uns an, wie man diese Phasenkohärenz verlieren kann. Nun wollen wir das Thema angehen, warum Spins ihre Phasenkohärenz nach einem 90 Grad RF-Puls verlieren können. Die grundlegende Ursache ist, dass die Präzessionsgeschwindigkeit oder die Präzessionsfrequenz eines Spins um B0 von der Stärke des Magnetfelds abhängt, in dem sich dieser Spin befindet. Wenn jetzt B0 schwächer wäre, dann würden sich alle Spins langsamer um B0 drehen, ihre Präzessionsfrequenz wäre niedriger. Je stärker B0 wird, umso schneller präzessieren die Spins auch. Wir werden in dieser Vortragsreihe kaum mathematische, physikalische Formeln verwenden. Nur eine einzige sei an dieser Stelle genannt. Die sogenannte Larmor-Frequenz oder die Präzessionsfrequenz, quasi wie viele Präzessionsumdrehungen dieser Spin pro Sekunde um B0 macht, ist das Produkt aus dem gyromagnetischen Verhältnis und dem Magnetfeld, dem dieser Spin ausgesetzt ist. Das gyromagnetische Verhältnis gibt quasi an, wie träge der Spin, also das Proton ist und wie leicht es sich präzisieren lässt. Aber wir sehen, Präzessionsfrequenz ist proportional zum Magnetfeld, das auf diesen Spin wirkt. Wenn es wirklich nur B0 gäbe, dann würden sich alle Spins in diesem B0-Feld mit derselben Frequenz bewegen. Und wenn sie sich mit derselben Frequenz bewegen, wenn sie also pro Sekunde alle gleich viele Rotationen durchmachen, dann würden sie sich immer gemeinsam fortbewegen und würden ihre Phase relativ zueinander nie ändern. Das heißt, die Phasenkohärenz muss immer gegeben sein. Damit Spins ihre Phasenkohärenz verlieren können, also von diesem Zustand hier rechts wieder in den Zustand links kommen können, müssen sie unterschiedlich starke Magnetfelder erleben. Denn dann dreht sich ein Spin schneller als der andere und sie fächern sich so auseinander und verlieren ihre Phasenkohärenz. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie das dann konkret abläuft. Nun, in einer MR-Maschine ist B0 nie ein vollkommen homogenes Magnetfeld. Das heißt, alleine aufgrund der technischen Limitationen beim Bau von B0 kommt es schon einmal dazu, dass nicht alle Stellen in dieser Röhre gleich stark von diesem Magnetfeld getroffen werden. Jetzt schiebt man da auch noch einen Menschen rein und aufgrund der unterschiedlichen Gewebe, die dieser Mensch hat und vielleicht irgendwelche Implantate oder was weiß ich was, kann das Magnetfeld nicht an jede Stelle des Körpers gleich gut einwirken. Das heißt, innerhalb des Körpers entsteht dann ein inhomogenes Magnetfeld, wo die Magnetfeldstärke an manchen Bereichen, die hier grau sind, höher ist als an anderen, die hier heller sind. Und was macht das jetzt mit unseren Spins? Nun, wir sehen, dass Spins, die in den inhomogenen Arealen liegen, wo B0 schwächer ist, sich langsamer um B0 bewegen. Deswegen ist hier dieser Ring ein bisschen abgeblasst.
Wenn das unser Phasenkreis zum Zeitpunkt 0 ist, also wir haben jetzt gar kein 90 Grad RF-Puls oder so verwendet, wir haben einfach nur die Spins in unserem B0-Feld. Da haben wir ja gesehen, die sind von der Phase her zufällig verteilt und das ist unsere Verteilung zum Zeitpunkt 0. Wenn wir jetzt schauen, dann haben sich manche Spins, nämlich die in den dunkleren Bereichen von B0, in 100 Millisekunden, sagen wir jetzt einmal, viel weiter bewegt als Spins in schwachen B0-Bereichen. Zum Beispiel, wenn wir diesen blauen Spin hier anschauen, der war zum Zeitpunkt 0 hier und nach diesen Millisekunden war er hier. Das heißt, er hat sich quasi netto um 100 Grad weiter bewegt gegen den Uhrzeigersinn. Der goldene Spin liegt in einem Bereich, wo er ein viel schwächeres Magnetfeld hat. Und das drückt sich so aus, dass er es von dieser Position hier nur in diese Position geschafft hat. Das heißt, er hat sich nur um 10 Grad weiter gedreht. Und so verlieren die Spins quasi ihre Position relativ zueinander. Und so kann es dann passieren, dass sie sich mit der Zeit auffächern. Ich möchte eine Anmerkung allerdings hier noch anbringen. Die Spins haben sich jetzt in diesen, ja, sagen wir mal, 100 Millisekunden nicht einfach nur um 100 bzw. 10 Grad je nach Spin bewegt, ja, sondern die sind in dieser Zeit schon viele hunderte Male hier in diesem Kreis rotiert. Und nach diesen paar Millisekunden bleibt halt der blaue Pfeil hier oben stehen. Der hat jetzt da, sage ich jetzt einmal, schon 200 Umdrehungen gemacht, plus diese 100 Grad hier dazu. Und der goldene Spin, der bewegt sich ja langsamer. Der hat vielleicht also nur 150 Umdrehungen gemacht und diese 10 Grad hier. Ja? Also diese Phasenveränderung, die wir hier sehen, die passiert nicht in einem Umlauf, sondern die ist dann das Ergebnis von ganz, ganz vielen Rotationen. Das heißt, wir sind hier unten, je nach Spin, die ein stärkeres Magnetfeld erfahren, die haben sich schon 200, 300 Mal gedreht, die in einem schwachen Magnetfeld nur 150 Mal oder was weiß ich. Ja. Also wir müssen uns das schon so vor Augen halten, dass diese Phasenveränderung im Verhältnis zur gesamten Drehgeschwindigkeit eigentlich nur gering ist. Das wird später noch wichtig. Da wir auf dieser Abbildung ja nicht vorher einen RF-Puls appliziert haben, waren die Spins schon zu Beginn nicht in Phase. Das heißt, wir konnten nicht beobachten, wie diese Spins die Phasenkohärenz verlieren, sondern wir haben nur gesehen, dass sich unterschiedliche Spins unterschiedlich weit fortbewegen in ein paar Millisekunden. Jetzt schauen wir uns dieselbe Abbildung noch einmal an, aber nachdem ein 90 Grad RF-Puls appliziert wurde. Wir haben vorher ja schon erklärt, wie dadurch Phasenkohärenz erzeugt wird. Jetzt sehen wir, dass das unser Grundzustand ist mit der Nettomagnetisierung in dieser Richtung. Und jetzt lassen wir das Ganze einfach ein paar Millisekunden laufen, wenn nicht 100, 200 Millisekunden oder dergleichen. Und wir bemerken, dass der gelbe und der goldene Spin, die beide einem schwachen Magnetfeld ausgesetzt sind, sich weniger weit fortbewegen als zum Beispiel der dunkelgrüne und der blaue Spin. Und dementsprechend sehen wir, wie sich die Spins auffächern. Also da habe ich halt bei jedem Zeitinkrement die Spins um einen konstanten Betrag weiter bewegt, der sich aber unterscheidend
zwischen den einzelnen Spins aufgrund der Variabilität im Magnetfeld und man sieht schon hier, wie die Spins aufgefächert sind. Wir wollen das hier noch einmal sehen. Wir haben auch ein paar zeitliche Einheiten, sodass wir mal ein Gefühl dafür kriegen, über welche Zeitdauer das Ganze eigentlich passiert. Also wir sind hier in Bruchteilen von Sekunden in der kompletten Dephasierung. Also wir haben schon nach 300 Millisekunden keine Phasenkohärenz mehr. Und hier rechts ist nur noch einmal explizit eingezeichnet, wie der Nettomagnetisierungsvektor in der Transversalebene immer kleiner wird, weil der Überschuss an Spins an einer bestimmten Phase immer geringer wird. Wenn wir zum Beispiel dieses 100 Millisekunden Bild hernehmen. Der Nettovektor zeigt noch immer hier nach links oben, weil die meisten Spins irgendwie in das linke obere Viertel zeigen. Aber die Spins sind schon deutlich weiter aufgefächert als hier bei 0 Millisekunden beispielsweise. Dementsprechend wird zwar die Richtung des Nettomagnetisierungsvektors noch so grob in die Richtung der einzelnen Spins zeigen, aber sein Betrag wird geringer sein als zum Zeitpunkt 0. Und das, was wir hier erleben, dass eben der transversale Nettovektor durch den Verlust der Phasenkohärenz kleiner wird, je mehr Zeit wir vergehen lassen, nennen wir T2-Relaxation. Und wir müssen uns unbedingt merken, dass T2 und T1-Relaxation weitgehend unabhängig voneinander sind. Das heißt, die Spins können ihre Phasenkohärenz schon verlieren, noch bevor sie sich wieder parallel zu B0 ausrichten. Das heißt, die T2-Relaxation kann viel schneller ablaufen als die T1-Relaxation und tut das auch in der Regel. Und hier wollen wir das einmal nur in Form der Nettomagnetisierungsvektoren darstellen. Das hier ist unser Ausgangszustand. Der Nettomagnetisierungsvektor ist parallel zu B0, was durch diesen grauen Pfeil symbolisiert wird, ausgerichtet und wird jetzt durch einen 90 Grad RF-Puls gedreht in die XY-Ebene. Durch diese Drehung zeigen jetzt die meisten Spins nach rechts. Das ist einmal der Verlust der longitudinalen Magnetisierung und quasi das Umlegen in die transversale Magnetisierung. Und weil jetzt die Präzisionsebene ja nicht geändert wird und der Nettomagnetisierungsvektor um B0 präzisiert, macht er hier diese Bewegung in der Transversalebene durch. Und wir erinnern uns, dieser Vektor hier ist die Summe von vielen Spins. Und wir haben gesehen, dass diese Spins sich auffächern und der Nettovektor deshalb kleiner wird in der Transversalebene. Das sehen wir hier. Hier erreicht er noch den Rand des Kreises. Hier ist er schon nur noch drei Viertel so groß, halb so groß, vielleicht 25% so groß. Und wir sehen erst bei dieser Abbildung, dass jetzt auch dieser Effekt dazu kommt, dass sich die Spins schon wieder parallel zu B0 ausrichten, was man daran erkennt, dass jetzt hier der Nettomagnetisierungsvektor auch wieder eine Z-Komponente hat. Die Transversalkomponente wird jetzt weiterhin schrumpfen, während die Z-Komponente zunimmt. Die transversale Komponente ist schon vollkommen weg, also die Spins sind komplett dephasiert, bevor diese Z-Komponente wieder den ursprünglichen Wert erreicht hat. Also die muss jetzt noch weiter wachsen und es dauert viel länger, bis der Ausgangszustand erreicht ist durch diese T1-Relaxation, als es Zeit benötigt, für diese Spins komplett zu dephasieren durch T2-Relaxation. So, aber wenn wir jetzt diese beiden Vorgänge, also das Rückbilden
der transversalen Magnetisierung und das Wiederaufbauen der longitudinalen Magnetisierung getrennt voneinander betrachten müssen. Wieso habe ich dann hier ganz am Anfang das so dargestellt, dass dieser Nettomagnetisierungsvektor in einem Bogen zurückgeht in die Ausgangslage? Nun, das hat damit zu tun, dass wir ja wieder Summenvektoren bilden können. Und wenn wir uns zum Beispiel diese Situation hier ansehen, wo wir noch eine transversale Magnetisierung haben, aber auch schon eine longitudinale Magnetisierung, dann kann ich diese beiden Komponenten der Nettomagnetisierung addieren, indem ich den transversalen Pfeil an den longitudinalen dranhänge oder umgekehrt und dann den Anfang mit dem Ende verbinde. Und dann ergibt sich dieser blaue Strich und das ist quasi mein Nettomagnetisierungsvektor, wo diese beiden unabhängigen Komponenten vereint sind und addiert wurden. Und wenn man nur diesen blauen Summenvektor betrachtet, dann sieht es so aus, als würde der sich hier langsam immer weiter aufrichten. Ja, und genau deshalb bin ich nicht so der Freund von dieser Summenvektordarstellung, weil man da das Gefühl kriegt, als wären T1 und T2 Relaxation direkt miteinander gekoppelt. Deshalb werden wir jetzt für den Anfang, wo wir dieses Konzept noch verinnerlichen müssen, dass die entkoppelt sind, das Ganze nicht mit diesem Summenvektor darstellen, sondern wir werden die beiden Prozesse noch getrennt voneinander beleuchten. Auf den beiden letzten Folien ist noch einmal zusammenfassend als Text dargestellt, was wir heute bisher gelernt haben. Die longitudinale Magnetisierung entsteht dadurch, dass sich die Spins überwiegend parallel, aber teilweise auch antiparallel zu B0 ausrichten. Sie sind aber trotzdem noch nach rechts oder links ein bisschen abgelenkt, weil diese vollständige Parallelität in der Regel nicht erreicht wird. Die Z-Komponente von M-Net ist gegeben, weil ein paar Spins mehr parallel sind als antiparallel, somit habe ich den Überschuss in Richtung B0. Dann appliziere ich einen 90 Grad RF-Puls, wandle die Z-Komponente quasi in die X-Komponente um. Jetzt habe ich den Überschuss in X-Richtung, die Präzessionsbahn bleibt aber gleich und dadurch entsteht Phasenkohärenz. Die T1-Relaxation ist das Zurückdrehen der Spins in ihre Ausgangsposition und braucht bis zu mehreren Sekunden, je nach Gewebe, je nach Spins. Und durch diese T1-Relaxation wächst die Z-Komponente wieder. Die transversale Magnetisierung entsteht durch die Phasenkohärenz der Spins nach einem 90 Grad RF-Puls und sie ist die XY-Komponente von M-Net, die ja auch präzisiert in der XY-Ebene. Aber bei der T2-Relaxation verlieren die Spins ihre Phasenkohärenz, weil sich die verschiedenen Spins unterschiedlich schnell bewegen, weil sie wechselnd starken Magnetfeldern ausgesetzt sind. Wir haben bisher ja nur die Magnetfeldinhomogenitäten durch technische Unzulänglichkeiten kennengelernt als Ursache für die T2-Relaxation. Wir werden aber bald noch sehen, nämlich im nächsten Video, dass die T2-Relaxation auch dann stattfindet, wenn das äußere Magnetfeld vollständig homogen wäre. Wie das funktioniert, werden wir dann allerdings erst kennenlernen. Wichtig ist, egal welche Ursache sie hat, die T2-Relaxation geht viel schneller als die T1-Relaxation und braucht nur ein paar hundert Millisekunden. Und die T2-Relaxation führt dazu, dass die XY-Komponente, also die transversale Komponente von M-Net, schrumpft, aber aufgrund der unterschiedlichen Dauer
noch bevor die Z-Komponente relevant gewachsen ist.